Nummer 2 präsentiert von Martin, der VfL Osnabrück. Haben wir Osnabrück an Eltern und Fenster? Wo seid ihr? Wo ist der VfL Osnabrück? Es ist ein Achtelfinale, wo keine Prognose möglich ist. Der VfL Osnabrück hat alle überrascht mit einem tollen Auftritt in der Vorrunde, Entschuldigung. Und jetzt der FC Bayern München. Ja, starke Ansätze, aber die Ergebnisse dann doch recht durchwachsen und die Bayern legen gleich los wie die Feuerwehr. Kurz zur Einordnung. Körperlich werden die Münchner überlegen sein. Man sieht das hier schon. Allen Kopf größer, das Kreuz deutlich breiter. Zumindest gerade hier im ersten Block bei den Bayern. Meriten Shabani und insbesondere Adrian Fein, der immer wieder mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, weil er die Bälle einfach richtig gut abschirmen kann. Die Osnabrücker dafür technisch mit einem ganz, ganz starken Auftritt in der Vorrunde. Jetzt aber das 3 gegen 1 für die Bayern. Das Ganze aber zu langsam gespielt, deswegen sind jetzt die Osnabrücker schon wieder zurück. Also, Felix Agu, Loren Dibra, Kerim Aftidai. Ganz technisch starke Spieler bei den Osnabrückern. Und es wird so ein bisschen der Vergleich Körper gegen Technik. Jetzt die erste Chance für die Osnabrücker. Robin Joel Kamp mit dem Schussversuch, der Kapitän der heute in Orange spielenden Lila-Weißen. Schiedsrichter ist jetzt Christian Westermann vom FC Lübbecke. Erster Einsatz in dem Turnier. Das war gut gespielt. Da ist jetzt Freiraum da. Überzahl für die Osnabrücker. Aftiyai. Mit dem Versuch aber das Ganze geblockt. Jetzt die Überzahl für die Bayern. Osnabrück versucht schnell umzuschalten. Fordern die Bayern einen Meter, aber Westermann sagt nein und der Ball ist bei Laurenz Beckemeyer, dem Keeper der Osnabrücker. Sehr ausgeglichenes Duell bisher in den ersten 3 Minuten der Partie. Jetzt die Bayern wieder in Position. Das war ein Foulspiel von Eduard Wegmann. An dieser Kante, an diesem Baum. Lukas May. Das war schön gemacht technisch. Die große Chance für Yannick Tippe. Aber da war Josef Burkhardt mit der Parade da. Jetzt der Ball quergelegt und dann etwas verstolpert von Maximilian Zeiser. Und jetzt Handspiel gepfiffen, Freistoß für den VfL Osnabrück. Also 2 dicke Dinger hatte jetzt schon der VfL. Durch diese technischen Kabinettstückchen sind ja mit 9 Punkten durch die Vorrunde marschiert. 4-3 gegen Köln, 4-2 gegen Hertha und dann 3-1 gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg, die ja heute oder gerade den HSV aus dem Turnier geschmissen haben. Die Bayern ja Vorjahresfinalist im 2014. Das war robustes Einsteigen von Lukas May. Wechsel bei den Bayern. 3 Spieler gehen runter. Nur Lukas May bleibt auf dem Feld.
Auch hier jetzt wieder die Aufstellung. Man sieht das schön. Ein Spieler bleibt hinten. Zusammen mit dem Keeper wird dann aufgebaut und drei Spieler bewegen sich vorne, um da den nötigen Raum zu schaffen. Eckball jetzt für die Münchner. Und jetzt das 1:0 für die Bayern nach einer Standardsituation. Torschütze die 15, Manuel Winzheimer. Auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Bayern sehr energisch bei der Sache. Letzte Überzahl für die Osnabrücker. Das müssen sie jetzt gut ausspielen. Dann der Torschuss leider nicht sehr genau. Es gibt Vorteil, der Ball war die Mittellinie gespielt, aber durch den Vorteil, der jetzt ausgespielt wird und dann der Abschluss wieder recht ungenau. Wenn da so ein bisschen die Nerven auch versagen. Ab dem Achtelfinale waren eben noch sehr zielsicher, die Osnabrücker. Acht Minuten noch zu gehen. Und jetzt das 2:0. Wieder Winzheimer. Mario Winzheimer mit der Nummer 52. Es steht 0:2. Treffer für den FC Bayern. Jetzt der Sobrücker. Lauf mit 3 gegen 2 dazu. Klasse gespielt. Vollendet. Das war wunderschön gespielt. Abgeschlossen von Robin Schulkamp. Tolle Kombination. 1-2, es bleibt spannend hier in dieser Partie. Und genauso wünschen wir uns das. Jetzt der nächste Ballverlust, wieder ein 3 gegen 1. Aber dann Tim Müller etwas über Asset gespielt. Freistoß für die Münchner. Spiel ist angehalten. Spielfeld muss einmal gewischt werden. Schiedsrichter Westermann hat da was gefunden. Also 2:1. Und jetzt der 10-Applaus für den Wischer. Dieter und seine Jungs, die bauen die Bande ab und auch wieder auf. Und unser Auf und auch wieder ab. Wir haben eine Menge Arbeit damit. Und das klappt wie geschnitten wurde. Applaus für Dieter. Natürlich nur ein Bestandteil von ganz, ganz vielen Helfern. Das ist ja, was dieses Turnier ausmacht. Wenn man das hier sieht, was im Hintergrund abläuft. Sei es beim Catering, sei es bei der Mannschaftsorganisation, all diese Dinge, die hier ablaufen im Hintergrund. Das ist schon unglaublich. Ganz viel Ehrenamt, was hier drin steckt, in diesem Turnier. Auf vielen Ebenen und Positionen. Zurück zum Spiel. Osnabrück haben den Ball. Es gibt Freistoß für den VfL. Jetzt freigespielt, jetzt wäre ein bisschen Platz da. Für einen konstruktiven Angriff über die Bande gespielt. Die Idee war nicht schlecht. Jetzt muss der Ballgewinn bei Osnabrück sein. Ansonsten gäbe es hier einen Konter. Jetzt wurde offene Sohle, glaube ich, gepfiffen.
Deswegen gibt es Freistoß für die Osnabrücker. Energischer Hinweis da an den Spieler, den Abstand einzuhalten. Jetzt die Chance für die Osnabrücker, das war die Riesenmöglichkeit zum 2-2. Ich glaube, es war Lorenz Diebra. Jetzt wieder diese 1-3-Aufstellung der Münchner. Lukas May von hinten, der Aufbauspieler. Ist der Kante. Bayern jetzt wieder mit dem subjektiv gefühlten, etwas stärkeren Block auf der Platte. Da ist May. Probiert es einfach mal. Ah, Freistoßentscheidung durchaus korrekt entschieden. Natürlich gleich dann in 4 Minuten, wenn diese Partie rum ist. Die Mühlenkreisauswahl nach dieser Traumvorrunde gleich gegen Hertha BSC Berlin. Wir sind so gespannt, was da passiert. Draußen schneit es. Das habe ich heute Morgen schon gedacht beim Losfahren. Alle Anzeichen sind auch auf Wintermärchen gestellt. Und diese Mühlis kann es richtig weit tragen. Aber wir sehen natürlich auch am Hamburger Sportverein, dass eine gute Vorrunde nichts aussagt. Jetzt die Bayern wieder im Angriff. Rübergelegt auf Maximilian Zeiser. Der legt einmal den Ball links raus. Über die Bande gespielt. Mertan Shabani. Jetzt der Konter der Osnabrücker. 2 gegen 2. Die Situation. Kapitän Kamp. Torschütze zum 1-2. Holt immer in die Ecke raus. Für die Osnabrücker. Es wird nochmal gewechselt. Wegmann wieder auf dem Feld. Lorenz Diebra wieder dabei. Und dann Nils Jansen, der eben traf und jetzt wieder trifft. 2-2. VfL Osnabrück. Nils Jansen nach einer Ecke. 3 Minuten noch zu gehen. Ah, es bleibt spannend hier. Es bleibt richtig spannend in dieser Partie. Für wen ist die Endstation? Jetzt der Ball wieder geklärt, aber Bayern bleibt da. Ein gutes Pressing vorne. Der Ball jetzt im Aus. Jetzt wieder Shabani. Shabani mit der Finte. Und jetzt 2 gegen 1. Renny Osnabrücker auf das Tor zu. Er macht es alleine, muss den Ball jetzt rüber bekommen. Dann wäre die Chance da gewesen. Aber das war auch schwer, weil Bayern wirklich gut Druck gemacht hat. Jetzt Mais mit dem Kopfball. Wieder Eduard Wegmann. So. Die Bayern wechseln nochmal. 1,30 oder 1,35 vor dem Ende. Da wechseln 3 Spieler. Lukas May bleibt auf dem Feld. Und das war ein guter Ballgewinn. Nils Jansen wollte da mit seinem Schuss den Siegtreffer sorgen.
Es könnte das erste 9-Meter-Schießen geben. In diesem Spiel. Und wir gehen gleich in die letzte Spielminute. Genau, jetzt gehen wir in die letzten 60 Sekunden dieses Achtelfinalspiels. Es steht 2:2 zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Bayern München. Nochmal, die Bayern sind körperlich stärker, die Osnabrücker in meinen Augen die technisch bessere Mannschaft. Das ist jetzt die Chance für Osnabrück. In der letzten Minute der Ball geklärt von Lukas May. Und dann ist die Zeit um angehalten, weil sich da Jan Müller verletzt hat. Die Osnabrücker wechseln nochmal. Zum ersten Mal ist Felix Agu auf dem Feld. Kerim Aftiyai ist wieder da. Eingerollt und eine Riesenchance. Dort Doppelchance für Aftiyai. Beides Mal Josef Burkhardt reagiert da glänzend. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das war die dicke Möglichkeit für den VfL Osnabrück. Und jetzt fordert Sebastian Dremmler nochmal Bewegung an vorne bei den Bayern. Denn die wollen jetzt hier für sich nochmal das 3:2 schaffen, das 9-Meter-Schießen umgehen. Da ist Lukas May mit dem langen Ball an die Hallendecke. Dementsprechend nochmal Freistoß, 10 Sekunden auf der Uhr. Die Zeit ist nicht angehalten, denn das Spiel läuft schon wieder weiter. Klasse durchgespielt, aber das Spiel Torwart Josef Burkhardt wieder gut mit. Und das Spiel ist aus, 2:2. Wir gehen ins 9-Meter-Schießen. Boah. Das wird der erste Spannungshöhepunkt. Zur Erklärung, 5 Schützen werden gesucht, die antreten für die Bayern, für den VfL Osnabrück. Der Sieger ist im Viertelfinale, der Verlierer schaltet aus dem Turnier aus. Wir schauen ein bisschen nach links und nach rechts. Bei Bayern sind die Schützen schnell gefunden. Und auch die Osnabrücker haben sich schon die richtigen Spieler bereitgestellt. Ab jetzt natürlich eine Lotterie. Entscheidung geht es bis zum ersten Kinnschuss und im darauffolgenden ersten Treffer. Also bis zur Entscheidung weiter. Wieso bist du gerade den Bock auf den Meter schießen? Wo sind die Fans von Zorn? Was ist der Rutsch? Hier haben wir die Stimmung. Und wo sind die Fans zum ersten Mal München? Ja, den Stimmungsvergleich gewinnen die Bayern. Das ist man in München auch nicht so gewohnt. Das war ein bisschen schnapp. Wo sind die Fans von Müller? Yes! Und vorher frei! Und jetzt wird es auch stimmungsmäßig in der Halle einfach. Ja, es wird einfach Privy Cup. Hoppe, Müller habe ich den Eindruck, er hat ein wenig zugelegt, weil sein Bauch unter dem Trikot hervorkommt. Auch er über Weihnachten wahrscheinlich gut gelebt. Die Schützen werden noch den Schiedsrichtern mitgeteilt. Wir sind gespannt. Osnabrück hält nochmal
eine Ansprache, schwört sie nochmal ein auf diesen Shootout. Jetzt gibt es noch gerade die Wahl. Wer anfängt, Schiedsrichter Westermann mit den beiden Kapitänen beider Mannschaften. Geschossen wird auf das von Ihnen gesehen rechte Tor. Und die Osnabrücker beginnen. Yannick Tippe, der Osnabrücker Neuner, duelliert sich mit Josef Burkhardt, der bisher ein gutes Turnier gespielt hat. Gerade in diesem Spiel sehr aufmerksam, immer wieder gut mitgespielt. Und jetzt der erste Schuss für den VfL Osnabrück. Drin, unten rechts. 3-2 Osnabrück. Der nächste Schütze vom FC Bayern München ist Adrian Fein. Ganz auffälliger Spieler. Sehr bulliger Spielertyp. Und jetzt am Punkt. Oh, das war ganz knapp. Da war Beckermeier fast dran, aber er verwandelt sicher unten links zum 3-3. Nächster Schütze auf Osnabrücker Seite, Tim Müller. Gegen Burkhardt. Langer Anlauf. Und dann ganz cool und links den Keeper verladen zum 4-3. Der nächste Schütze beim FC Bayern, Maximilian Franzke gegen Laurenz Beckemeyer im Tor der Osnabrücker. Auch hier langer Anlauf. Und der geht rechts, platziert, verwandelt rein zum 4-4. Also bisher sehr treffsicher. Nils Jansen, der hier überhaupt das 9-Meter-Schießen ermöglicht hat mit seinem Treffer zum 2-2. Kurzer Anlauf und dann noch gehalten. Burkhardt hatte die Ecke und hält den Ball. Und jetzt der nächste Schütze für den FC Bayern. Manuel Winsheimer. Ball ist nochmal nach vorne gerollt. Will nicht so richtig liegen bleiben, aber jetzt ist die Ausführung bereit. Tor 5-4 für den FC Bayern München. Eduard Wegmann tritt jetzt an. Er trifft und links. Karim hatte die Ecke, aber kommt nicht an den Ball. 5-5. Und jetzt müssen die Osnabrücker natürlich hoffen, dass der nächste Schütze der Münchner verschießt. Meritan Shabani jetzt am Punkt. Verwandelt sich ja unten links, ganz platziert. Und jetzt ist Jona Breulmann für den VfL Osnabrück am Punkt. Bayern natürlich jetzt im Vorteil. Und der sitzt auch. Und jetzt liegt es am Hünen, am Kerl wie ein Baum, an Lukas May. Ballig Kerzen gerade, Millimeter genau auf den Punkt. Langer Anlauf, entschlossener Anlauf. Anlauf und Tor für den FC Bayern München. Und somit steht der FC Bayern München nach dem 7-6 im Viertelfinale. Wir sagen aber noch Tschüss an den VfL Osnabrück. Wirklich tolle Leistung, richtig guten Eindruck gemacht, geile Vorrunde gespielt. Bedanken uns dafür, melden uns jetzt gleich mit der Mühlenkreisauswahl zurück. Bis gleich.